Ahoi, liebe Camping- und Winterfreunde beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind immer noch in dem Ort, dessen Namen ich weiterhin nicht weiß. Denn wir sind einfach nur ungefähr 10 Meter, wir sind nicht mal 3 Meter weiter vom Auto weggegangen zu einem riesen Schneeberg. So groß, dass man die Bäume dahinter sehen kann. Hör doch auf, mach das doch hier nicht. Alles weg hier. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, wir bleiben knapp eine Nacht hier, wollen uns das ein bisschen hier anschauen, was es hier zum Anschauen gibt. Aber jetzt ist es 13.28 Uhr, ich glaube, Brotzeit. Wir machen sowas wie eine Brotzeit und in dem Sinne geht es wann weiter in diesem Video? Nach dem Intro. Nachdem wir eine leckere Brotzeit hatten, ich war gerade Kuchenzeit, aber wir hatten keinen Kuchen. Hatten wir keinen Kuchen. Kuchen wollen wir noch machen. Ja, also willst du machen? Mhm. Ich werde ja dann mich ans Drei-Gänge-Menü wagen. Ja, mich, aber nicht zu essen. Mich graut's noch richtig davor, das zu schneiden. Ja, so ist das. Auf jeden Fall laufen wir jetzt hier durch Hönnefoss noch durch. Jetzt wissen wir auch endlich den Namen, ne? Genau. Und zwar soll es hier so eine Art Wasserfall geben. Wahrscheinlich wird der jetzt nicht da sein. Davon ist eindeutig auszugehen. Würde ich auch Aber so trotzdem kann man ja einfach mal dahin spazieren. Ja, und entweder sehen wir was oder bisschen nichts. Genau, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Und was wir an Impressionen einfangen können, das werdet ihr jetzt sehen. Oh Mann, so geht es YouTubern. Ich bin gerade dabei, diesen wunderbaren, wie nennt sich das, Drei-Gänge-Menü-Gericht bei Bikes Kochstudio zu machen. Und es fehlen Szenen. Es fehlen die Endszene, es fehlt die Nachspeiseszene. Jetzt habe ich Gott sei Dank aber ein Programm, mit dem man theoretisch Daten zurücksichern kann. Jetzt hoffe ich, dass das aber auch da drauf ist, auf dieser SD-Karte und nicht schon tausendmal überschrieben worden ist. Also, das ist echt ärgerlich, aber das ist das Leben eines YouTubers. Und Stefan, der ist auch fleißig, der macht nämlich dort Essen, also Essen warm machen tut er. Also frische Nudeln werden gekocht, sonst gibt es Spaghetti Bolognese. Und ich weiß gar nicht, ist da in diesem Omnia irgendwas drin? Lecker, lecker, lecker. Apfelkuchen. Den gibt es aber erst morgen, weil es wurde doch dann zu spät für heute. So ist das manchmal, dass dann andere Sachen passieren, als geplant ist. So, ich habe jetzt hier noch 17 Minuten. Bis dahin ist das Essen noch fertig und ich hoffe echt, dass da die Daten drin sind. Sonst, und das habt ihr schon gesehen,
habt ihr ein ganz anderes Ende beim Drei-Gänge-Menü gesehen als eigentlich geplant. Und dann war es wohl am Schluss dann doch nur ein Zwei-Gänge-Menü. Gegessen haben wir drei, das kann ich euch sagen. Ah ja, lecker gegessen haben wir. Aber ein Satz mit X. Leider Gottes konnte das Programm, was ich habe, es nicht mehr zurücksichern. Es konnte die alten Daten zurücksichern, was ich davor habe, aber das brauchte ich nicht, weil die habe ich noch. Mhm. Tja, so ist leider etwas verschütt gegangen. Aber das gehört im Leben dazu. Ja, der Kuchen steht da unten. Bei der Heizung ist er so gut? Nee, das ist nicht bei der Heizung. Also das ist da hinten. Da sind die Pötte. Das ist nicht bei der Heizung direkt. Also alles gut. Kein Auslaster. Ist am Boden. Dann ist ja gut. Bei der gibt es morgen lecker Apfelkuchen. Hab ich auch schon probiert. Was? Sag mal, ich krieg nichts und du? Ja, ja. Möchtest du eine Nachspeise haben? Dann essen wir noch ein kleines Stück. Ich glaube, ich esse noch ein Stück. So, gut. Und für morgen, jetzt muss ich gucken, morgen haben wir den 29.12. Und da wollten wir Richtung Rohr. Es hat sich jetzt ein bisschen einiges getan. Mal schauen, was wir noch tun. Wie gesagt, heute sind wir ja in... Und schon ist der Name wieder weg. Hoffossen, Haus... Hönfossen. In Hötteltüdelübe sind wir noch. Hönefoss, so war's. Mein Gott, ist das ein kompliziertes... Ja, es ist nicht immer alles so einfach, sich zu merken. Auf jeden Fall können wir sagen, dass wir morgen noch ein bisschen weiter hoch, höher in den Norden noch fahren, noch über Oslo. Und da müssen wir einfach entscheiden... Bleiben wir da noch eine Nacht oder geht schon runter Richtung Friedrichstadt? Weil theoretisch eine Nacht war noch eingeplant. Wir schauen einfach, was morgen der Tag ergibt. So sieht's aus. In dem Sinne, gute Nacht und gleich geht's weiter mit hoffentlich geilen Szenen aus Norwegen. Mhm. Guten Morgen aus Jefnakka oder Nakker. Guten Morgen. Ich versuche das gar nicht erst nachzusprechen. Das Wo waren wir gestern? In Hönefossen. Nee. Hönefoss. So eine Art war das. Gott. Ja, wie haben wir denn geschlafen auf dem Platz? Ach, das war relativ ruhig. Also gestern Abend war noch ein bisschen Verkehr da. Ich vermute mal Kino oder irgendeine Veranstaltung oder sowas. Also wir hatten Kino, ist da direkt in der Nähe. Also Leute kamen. Aber dann war Ruhe. Wir waren auch die Einzigen da auf dem Parkplatz. Heute Morgen hat man den Schneeräumdienst gehört. Mhm. Aber das war auch um 8 oder so. Also alles gut. Und der war auch nicht laut. Also das war wirklich leise. Ist nicht so wie bei uns. Also ich muss sagen, ich habe null Zeitgefühl, muss ich sagen. Weil es ist immer so extrem dunkel, selbst um 9 Uhr noch, dass man dann sagt, ja, könnte, muss aber nicht sein. Ja, ja. So, das ist schon ein bisschen komisch hier, weil aufstehen so nach Helligkeit ist hier nicht. Das geht nicht. Sehr erst um 9:30, glaube ich, 9:30 ist es. Geht erst die Sonne auf. Also das heißt, es wird dann so 8:45 ungefähr hell. Ja, und dann hast du Licht bis, glaube ich, 15:30 ist das hier. Das ist dann das Sonnenuntergang, also so 15:45 vielleicht, dass du dann noch Licht hast maximal. Aber es ist vollkommen ausreichend. Für ja, euch, alles gut. 9,80 € haben wir bezahlt für den Platz. Ja. Also das ging und da sind schon die Gebühren inklusive. So, ja. Und wie jeden Morgen geht es für uns einkaufen. Genau, wir müssen ja noch mal gucken, was wir zu essen machen heute. Ja, noch kein Plan, ne? Nein, werden wir jetzt gleich uns raussuchen. Oh mein Gott!
Na, das war ja eine Anfahrt wieder. Mann. Navis. Kannst du eins vergessen, kannst du das andere auch vergessen. Beide nur Bullshit im Kopf. Also erstmal runter und dann dachte ich, wenn ich da wieder rauf muss, alter Falter. Wenn das was wird, also ich weiß nicht, das waren bestimmt 15% Steigung oder Gefälle. Alter Falter, also da ging es richtig runter. Und über Fußwege will er uns jagen, wo ich mir denke, was macht das Navi hier? Also totaler Schwachsinn, also Leute, Abenteuer. Ja, das Interessante ist dann daran, irgendwann eine Hauptstraße wieder zu finden und dann einfach auf die Hauptstraße weiterzufahren und dann halt... Und wir döseln. Ja. Wir stehen eine ganze Weise, weil wir links abbiegen, weil das Navi uns da lang will. Wir hätten einfach nur rechts gucken sollen. Da war es ausgeschildert, dass es geradeaus weiterging. Ja, gut, da guckt ja keiner nach. Denkst du, das Navi hat recht? Naja, so ist das. Das Navi hat nie recht. Wir lernen es immer wieder von vorne. Wir haben es gefunden. Genau, wir sind tatsächlich der nördlichste Punkt. Es hat sich alles geändert. Über was regen wir uns gerade so auf? Wo sind wir überhaupt angekommen? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind in Lillehammer. Auf den Lillehammer Campingplatz. Genau. Kostet schön, jetzt ja. Für eine Nacht inklusive Strom 375 Nock. Das ist eine Hausnummer, das wissen wir. Ja. Aber Aber ist Strom mit drin, es ist alles mit drin. Du hast hier eine anständige Fähr- und Entsorgung. Wir werden auch hier Wasser tanken können, vernünftig, ohne dass wir mit den Gießkannen, hätte ich beinahe gesagt, mit den Kanister und genau arbeiten müssen. Also es ist schon dann ganz gut. Ich glaube auch, das ist das letzte Mal. Dass wir Wasser auffüllen müssten. Dann dürften wir auch mit hinkommen. Davon gehe ich aus. Ja. Auf jeden Fall richtig cool. Wir machen jetzt eine Kuchenzeit und dann zeigen wir euch etwas von draußen, solange es noch geht. Ja, es schneit im Moment. Yay, Schnee! So, wir sind nach draußen gelaufen. Ja, haben uns ein bisschen den Schnee hier angeguckt oder gucken uns jetzt hier ein bisschen den Schnee an. Genau. 45 bis 50 Zentimeter hat es hier geschneit. Also richtig cool. Also es ist auf jeden Fall Schnee. Herrlich. So wollten wir es. Ja, das ist unser krönender Abschluss. Jetzt weiß man leider nur nicht, ob man auch zu diesem See irgendwie kommt. Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Also vielleicht da hinten rum. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Genau. Und wobei ich glaube, nee, das ist zu. Das ist hier vorne der Steganlage. Naja, wir gucken mal dahin. Wir schauen einfach mal, ob wir noch schöne Bilder hinbekommen. Weil ja, morgen früh endet ja dieses Video auf jeden Fall schon. Das können wir euch sagen, weil das letzte Video kommt noch ein Fazit. Ich glaube, da können wir das ein oder andere auf jeden Fall sagen. Und gefallen tut es uns auf jeden Fall. Ach ja, also die Reise war schon alles wert, definitiv. So viel Spoilern tun wir schon mal. So, und jetzt gibt es vielleicht noch die ein oder andere Impression hier von draußen. Und wenn wir schnell genug sind, vielleicht auch noch ein bisschen Schnee von oben. Seeing it or hearing it, in the end you must feel.
sind nochmal nach draußen gegangen, weil wir einfach meinten, das muss nochmal sein. Ja, ist noch so schön und vor allem die Sicht ist so toll. Das zeigen wir euch natürlich gleich. Jetzt werden wir versuchen, die besten Bilder hinzukriegen. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Und damit wollen wir uns dann nämlich aus Lillehammer zumindest in diesem Video verabschieden. Mhm. Ich denke mal, das ein oder andere war schon zu sehen. Es war jetzt für uns das erste Mal, dass wir so höher fahren auf dieser Reise. Also sprich, man merkt es jetzt schon, hier auf dem Campingplatz wird es doch schon gut befüllt. Ja, und gerade zum Abend hin, hätten wir auch nicht gedacht. Und immer mehr Deutsche kommen auch immer. Man merkt schon, die fahren in den Norden, die wollen die Lofoten, die wollen Nordkap, das ist deren Ziele. Wir haben den Süden uns angeschaut und müssen sagen, wir sind vom Süden sehr, sehr, sehr begeistert. Anders genau. Kann man es nicht sagen. Und Lofoten, Nordkap kennen wir ja auch schon, haben wir ja schon gemacht, zwar in Richtung eher Sommer, aber naja, ich sag mal so, Frühjahr, aber wenn man sich so Lappland überlegt, die Reise dahin. Och, das war auch schon Winter. Da war noch sehr Winter, ja. Also dementsprechend haben wir das auch schon erlebt. Gut, in diesem Sinne, das soll es jetzt gewesen sein. Morgen, also im nächsten Teil, geht es dann weiter. Die letzte Station in Norwegen, Fredrikstad, da wollen wir hin. Mhm. Das ist so das Ziel. Mal gucken, ob wir da einen Campingplatz oder einen Stellplatz überhaupt finden. Denn das kann ich jetzt schon mal sagen. Auch im nächsten Teil gibt es ja ein Fazit. Campingplätze, Stellplätze in der Winterzeit, gerade im Süden. Schwieriger. Große Herausforderung. Aber dazu mehr im nächsten Teil. Solange hoffen wir, dass es gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann abonniert den Kanal, kommentiert gerne dieses Video, das freut uns natürlich. Und dann bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.